Herzlich willkommen bei NeuroBuddies. Ich bin Mike. Als ich vor über 12 Jahren anfing zu trainieren, hatte ich in jedem einzelnen größeren Gelenk Schmerzen beim Training. Da ich mich nach einigen Jahren intensiv mit der Wissenschaft der Muskulatur auseinandergesetzt habe, kam ich über die Jahre auf 2 Erkenntnisse, welche mich innerhalb weniger Trainingstage ohne Schmerzen in meinen Gelenken trainieren und auch wesentlich mehr Last bewegen ließen. Wie ich es geschafft habe, innerhalb kürzester Zeit diese Übung zu meistern und wie du dieselbe Technik nutzen kannst, um beweglicher zu werden, Schmerzen im Training vorzubeugen oder sogar zu lindern, extrem starke Knie zu bekommen und gleichzeitig das volle Potenzial des Muskelwachstums auszuschöpfen, erfährst du in diesem Video. Meine erste wichtige Erkenntnis war, dass wenn beim Training Schmerzen in den Gelenken auftreten, in den meisten Fällen die Belastung zu groß ist. Du denkst dir jetzt wahrscheinlich, ist ja klar. Allerdings ist der Grund dafür nicht ganz so offensichtlich, da viele Trainierende, vielleicht auch du, denselben Muskel, bei dem sie während einer Übung Schmerzen verspüren, bei einer anderen Übung, die denselben Muskel beansprucht, ohne Probleme deutlich mehr Last stemmen können. Hin und wieder tritt in diesem Fall aber ein unangenehmes Knacken auf. Falls du deshalb schon mal beim Arzt warst, hast du sicher gehört, dass entweichendes Gas in der Gelenkflüssigkeit die Ursache und dieses Knacken nicht schlimm sei. Aus eigener Erfahrung kann ich aber sagen, dass das zwar zum Beispiel beim Fingerknacken der Fall, in den meisten Fällen im erwähnten Zusammenhang aber das Resultat einer Sehne, die über einen Knochen rutscht ist, was durchaus unangenehm und sogar schmerzhaft sein bzw. werden kann. Solche Geräusche oder Schmerzen können auch durch die Abnutzung von Gelenkoberflächen verursacht werden, besonders bei Personen mit Arthritis, weshalb du, bevor du etwas Neues ausprobierst, in jedem Fall einen Arzt verständigen solltest, um gewisse Ursachen für Schmerzen, Schwellungen oder Bewegungseinschränkungen auszuschließen. Wenn du also ein solches Knacken spürst bzw. hörst, bei manchen Übungen Schmerzen auftreten, solange du aber das Gelenk mit weniger Last problemlos beanspruchen kannst und andere Ursachen für deine Problematik ausgeschlossen hast, sollte diese Methode Wirkung zeigen. Ich zum Beispiel konnte ohne Schmerzen den Beinstrecker mit relativ hoher Last absolvieren. Selbst sehr hohe Last konnte ich bewältigen, allerdings knackte es dann im Kniegelenk, was mit der Zeit sehr unangenehm wurde. Gleichzeitig hatte ich aber stechende Schmerzen in den Knien bei der Kniebeuge. Bevor wir zur zweiten fundamentalen Erkenntnis kommen, zeige ich dir die ersten Schritte zu kugelsicheren Kniegelenken. Zunächst solltest du wissen, dass die Tibialis, also die Schienbeinmuskeln, durch die Unterstützung der Fußstabilität indirekt zur Kniestabilität beitragen können. Du kannst den Tibialis im verkürzten Bereich überladen, indem du die Füße nach oben ziehst. Um den verlängerten Bereich zu überladen, sollte die Belastung oder ganz einfach das Eigengewicht der Zehen gegen die Gravitation dann am größten sein, wenn das Fußgelenk gestreckt ist. Die zweite Übung, welche ich dir wärmstens empfehle, am besten auf täglicher Basis, ist die Hocke. Zum Beispiel beim Warten, beim Spielen mit den Kindern oder Haustieren oder beim Zähneputzen kannst du dich hinhocken. Wenn du es aufgrund von Schmerzen nicht schaffst, halte dich dabei für den Anfang einfach fest. Wenn du meinst, dass deine Beweglichkeit nicht ausreicht und du nach hinten kippst, lege beispielsweise Bücher oder Handelscheiben unter die Fersen. Keine Sorge, du bist wahrscheinlich nicht zu unbeweglich und hast nicht unbedingt einen schlechten Gleichgewichtssinn. Zumindest hängt das eher mit deiner Anatomie zusammen. Wenn du eine Zeit lang in der Hocke verbringst, spürst du wahrscheinlich ein Kribbeln in Beinen und Füßen, da der Blutfluss teilweise unterbunden wird. Das kann bei regelmäßiger Ausübung dazu führen, dass der Körper sogar neue Gefäße bildet, was zu einer besseren Durchblutung beiträgt und sich auch positiv auf dein Beintraining auswirken kann. Dieser Effekt sollte in einer Sitzung natürlich nicht überstrapaziert werden. Versuche wenigstens 10 Minuten am Tag zu hocken. Das muss natürlich nicht am Stück sein, aber deine Knie werden es dir danken. Ein weiterer Punkt, den ich ansprechen möchte, ist das Barfußlaufen und eine spezielle Übung für den großen Zeh. Hast du entweder einen sehr flachen Fuß oder einen Hallux Valgus, kann beides eine enorme Wirkung auf die Stabilität deiner Füße und folglich auf deine gesamte Körperhaltung und Bewegungsqualität haben. Beim Barfußlaufen nutzen wir unsere Füße so, wie es die Natur vorgesehen hat. Das stärkt nicht nur die Muskulatur des Fußes, sondern fördert auch eine bessere Haltung und Balance. Der große Zeh spielt eine entscheidende Rolle für die Stabilität des Fußes, insbesondere beim Gehen, Laufen und bei der Kniebeuge. Deshalb laufe ich mindestens 5-mal die Woche, etwa eine halbe Stunde draußen barfuß, was übrigens auch noch einige andere Vorteile mit sich bringt. Ein anderes Mal mehr dazu. Ein Beispiel für eine einfache, aber effektive Übung ist die Zehenspreizung. Du beginnst damit, deine Füße fest auf den Boden zu stellen und versuchst dann, deinen großen Zeh vom restlichen Fuß weg und nach unten zu bewegen, während die anderen Zehen auf dem Boden bleiben. Du kannst auch einen leichten Widerstand verwenden, wenn deine Koordination dafür nicht ausreicht. Kombiniert mit der Übung für den Tibialis und regelmäßigem Hocken kann dies ein großer Schritt hin zu stabileren Füßen und somit auch Knien, gesünderen Gelenken und einem effektiveren und schmerzfreien Training sein. Kommen wir aber zu meiner zweiten wichtigen Erkenntnis. Unsere Muskeln bestehen aus unterschiedlichen Muskelfasern, welche in bestimmten Bereichen des Bewegungsumfangs, in dem der Muskel arbeitet, unterschiedlich stark aktiviert werden. So überlädt der Beinstrecker unter anderem die Fasern, die im maximal verkürzten Bereich arbeiten. Eine ausführlichere Erklärung findest du in meinem letzten Video. Den Link dazu findest du in der Infobox und unten in der Beschreibung. Wenn wir unsere Muskeln selten
oder gar nicht im verlängerten Bereich nutzen, wie zum Beispiel bei der Hocke oder beim Aufstehen daraus, können sie an Kraft in diesen Bereichen verlieren. Dies kann zu einer erhöhten Muskelspannung führen, was oft irrtümlich als Verkürzung des Muskels bezeichnet wird. Dieser Verlust an Bewegungsumfang könnte zum Teil eine Energiesparmaßnahme des zentralen Nervensystems sein, da es den Muskeltonus herunterregelt. Zum anderen wird vermutet, dass es ein Schutzmechanismus ist, der einen Mangel an Kraft in diesen Bereichen herrührt. Wir könnten jetzt alle möglichen Dehnübungen machen oder unsere Muskulatur mit Druckmassagen bearbeiten, um den Bewegungsumfang zu vergrößern. Allerdings hält dieser Effekt für gewöhnlich nicht langfristig. Wir überlisten vermutlich einen wichtigen Schutzmechanismus und können durch die Kräftigung des verlängerten Bereiches ebenfalls schnelle und vor allen Dingen langfristige Erfolge verzeichnen und zum Ursprung zurückkehren. Denn wir hatten diese Kraft und Beweglichkeit, verlieren sie aber mit abnehmender Bewegung. Wir müssen uns nur unsere Kinder anschauen. Also warum nicht das Problem an der Wurzel anpacken? Das war sehr viel Theorie, nun zum praktischen Teil. Konkret kann die tägliche oder wenigstens wöchentliche Routine, welche ich dir auch als Aufwärmroutine für dein Beintraining empfehle, so aussehen. Tibiales Heben, um den verkürzten Bereich zu überladen, entweder ohne Gewicht 1-2 Sätze mit jeweils 20 bis 30 Wiederholungen oder mit Gewicht 1-2 Sätze mit 8 bis 15 Wiederholungen. Besonders im verlängerten Bereich rate ich dir, mit etwas Widerstand zu arbeiten, deshalb das tibiales Heben für den verlängerten Bereich 1-2 Sätze mit 8 bis 15 Wiederholungen. Zusätzlich 2-3 Sätze in die Hocke, bei Bedarf mit Festhalten, entweder bis du nicht mehr kannst oder bis zu 2 Minuten lang mit jeweils etwa einer Minute Pause, falls du diese benötigst. Kommen wir zur eigentlichen Übung, wo du im Idealfall hinkommen möchtest und wie du dieses Ziel Schritt für Schritt erreichst, egal an welchem Punkt du dich befindest. Das Ziel dieser Progression ist es, die Knie so weit wie möglich über die Zehenspitzen und nach unten zu bringen, während du dich zurücklehnst und eine Streckung in der Hüfte beibehältst. Da zum einen der Musculus rectus femoris, der gerade Oberschenkelmuskel, die maximal verlängerte Position einnimmt und zum anderen die Belastung dank der Hebelwirkung überwiegend auf das Kniegelenk wirkt, kommen wir zum Fortschritt. Um sicherzugehen, dass du nicht zu viel Last wählst, du dich auf die Technik fokussieren kannst und die Muskelfasern ordentlich durchblutet werden, baue die jeweils auf dich zutreffende der folgenden Übungen in dein regelmäßiges Training mit jeweils 3-4 Sätzen, einer hohen Wiederholungszahl von 12 bis 15 und einer Pausenzeit zwischen den Sätzen von einer Minute ein. Gehe erst zum nächsten Schritt über, wenn du die gewählte Übung mit einer höheren Intensität meisterst, sodass du ohne Schmerzen oder andere Probleme nur 6 bis 8 Wiederholungen schaffst. Schritt 1. Das erste Mal den maximal verlängerten Bereich überladen. Mit der ersten Übung solltest du beginnen, wobei du diese auch noch in den folgenden Schritten vor der jeweiligen Übung in dein Aufwärmritual einbauen solltest, da du hier den Widerstand perfekt anpassen kannst. Nun zur Übung. Nimm ein Handtuch, befestige es an deinem Fußgelenk, ziehe den Fuß vorerst leicht nach oben und zu deinem Körper, bis du eine starke Dehnung im vorderen Oberschenkel spürst. Versuche in der Hüfte gestreckt zu bleiben und während dein Oberkörper aufgerichtet ist, dein Knie hinten zu halten. Das führt dazu, dass der Quadrizeps im Hüftgelenk verlängert ist und du ihn somit im maximal verlängerten Bereich überladen kannst. Keine Sorge, wenn du deinen Fuß noch nicht so weit nach oben bekommst, wenn du beispielsweise erst einen 90-Grad-Winkel schaffst. In diesem Fall solltest du, wie hier zu sehen, mehr nach oben als zum Körper hinziehen. Nun solltest du, ich hoffe du bist aufgewärmt, so viel Widerstand gegen die Zugbewegung leisten, wie du kannst, ohne dass Schmerzen oder ein unangenehmes Gefühl auftreten. Aber nur bis höchstens 70% oder 80% deines Maximums. Sollte dies dennoch der Fall sein, reduziere den Widerstand so weit, dass du keine Schmerzen oder ähnliches spürst. Wenn es dir dabei vorkommt, als würdest du fast nichts machen, machst du dennoch mehr als der Muskel gewohnt ist, also erzielst du damit auch Fortschritt. Sei bitte geduldig, es lohnt sich. Regle nun den Widerstand des Handtuchs so weit herunter, dass dein Bein in der Kniekehle etwa einen 120-Grad-Winkel erreicht. Führe diese Bewegung nun 12 bis 15 Mal mit so viel Widerstand aus, dass es dir keine Probleme bereitet und du nicht mehr Wiederholungen schaffst. Zu Beginn darfst du, wenn nötig, natürlich auch noch weniger Widerstand und eine höhere Wiederholungszahl verwenden. Schritt 2. Die unterstützte quadrizepsdominante Kniebeuge. Halte dich an einem Türgriff oder festen Band, Handtuch oder ähnlichem fest, an welchem du dich bei Bedarf hochziehen kannst. Stelle dich enger als hüftbreit hin und drehe die Fußspitzen etwas nach außen. Erhöhe die Fersen idealerweise mit einzelnen Keilen wie diesen oder mit gleich dicken Büchern oder Hantelscheiben. Führe eine langsame, kontrollierte Abwärtsbewegung aus, halte die unterste Position für einen kurzen Moment und vollende die Kniebeuge, indem du dich dabei so stark unterstützt, dass du etwa 12 bis 15 Wiederholungen schaffst. Schritt 3. Die quadrizepsdominante Kniebeuge. Arbeite dich so lange vorwärts, dass du die quadrizepsdominante Kniebeuge mit deinem Körpergewicht meisterst. Schritt 4. Der unterstützte Sissy Squat. Ein kleiner Fun-Fact, der Sissy Squat bedeutet nicht, wie aus dem Englischen übersetzt, Weichei-Kniebeuge, das würde auch absolut nicht zutreffen, sondern wurde nach einem legendären König aus der griechischen Mythologie benannt. Sisyphos war dafür bekannt, dass er einen riesigen Felsblock immer wieder einen Berg hinaufrollen musste. Der Sissy Squat erinnert an diese mythische Aufgabe. Stelle unbedingt sicher, dass du dich auch noch im untersten Bereich sicher festhalten und hochziehen kannst, da diese Übung eine enorme Belastung für Knie und Quadrizeps darstellt und somit sehr gefährlich sein kann.
Du beginnst den Sissy Squat auf deinen Zehenspitzen. Lehne dich nun nach hinten, während du deine Knie nach vorne schiebst und achte darauf, dass du in der Hüfte gestreckt bleibst. Wenn dir das schwer fällt, kannst du versuchen, deine Gesäßmuskeln anzuspannen, um sicherzugehen, dass die Hüfte gerade bleibt. Unterstütze dich selbst, damit du den vollen Bewegungsumfang bis zum Boden erreichst und ebenfalls auf dem Weg nach oben, sodass dennoch die Oberschenkelmuskeln arbeiten und du wieder 12 bis 15 Wiederholungen schaffst. Wenn du diese Übung gemeistert hast, gehen wir einen Schritt bzw. ein kleines Stück weiter. Jetzt wird es etwas verrückt. Schritt 4. Die unterstützte, bodenlose Kniebeuge. Positioniere dich auf einer Erhöhung, damit deine Knie unter den Grund wandern können. Lehne dich wieder nach hinten, schiebe die Knie nach vorne und achte auf eine gestreckte Hüfte. Unterstütze dich, sodass du 12 bis 15 Wiederholungen schaffst. Hast du auch diese Übung gemeistert, bist du bereit, dich am Sissy Squat ohne Unterstützung zu versuchen. Schritt 4. Der Sissy Squat. Stelle dich auf die Zehenspitzen, strecke deine Arme für mehr Gleichgewicht vor dir aus, lehne dich zurück, schiebe die Knie nach vorne und halte die Hüfte gestreckt. Schaffst du es, hier mehrere Wiederholungen zu absolvieren, gratuliere ich dir zur Fähigkeit, in Wirklichkeit Kugeln wie Neo auszuweichen. Denk daran, es gibt keinen Löffel. Es ist nicht der Löffel, der sich biegt, sondern nur du selbst. Also wähle die rote Pille, abonniere Neurobuddies und brich aus der Matrix der herkömmlichen Trainingsmethoden aus. Bis bald!